Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Jawohl, wir haben einiges noch zu sammeln. Eine Rune, da oben ist glaube ich auch irgendwas. Wir wissen schon mal, wo die Edamine Station ist, aber ich möchte noch gerne ein paar Runen und so sammeln, wenn es möglich ist. Zum Beispiel die hier. Ja. Und ich muss wieder reinkommen tun. Ich habe jetzt gleich seit fast einer Woche nichts mehr gespielt. Oh! Und ja, das geht so natürlich nicht. Puh, hör auf zu lecken, bitte. So. Soll ich nur genug Geld dafür herkriegen? Hatte heute wieder den gleichen Albtraum. Da hinten. Ich wette, es gibt schon wieder gepökelten Hexenfisch. Das ist die Frage, wie wir da hinten kommen tun. Vielleicht von da drüben. Hui! Was? Jetzt komm, mach einen Scherz. Das klappt so nicht. Na, keine Chance. Irgendwie total komisch. Also ich will da hoch und geht nicht hoch. Ne? Ich will da hoch. Geht ja. Mit ein bisschen guten Willen. Ja, aber da muss ich ja wieder da durch, oder? Ich hätte noch eine Idee. Und zwar gibt es da hinten ja auch... Soll da hinten, also gibt es ja auch eine. Hey! Hm? Zuerst. Ich muss was essen. Fällt mir auch gerade auf. Und zwar gibt es da hinten ja auch was mit Gegner und so, ne? Sollte mich. Ich sollte schleichen. Genau, so war das. So, genau. Entschuldigung. Richtig. Habe ich gewusst. Genau, und zwar der Strom hier. Der ist urnervig, ne? Da ist nichts. Der Strom hier ist unnervig und muss ausgeschalten werden. Jetzt ist nur die Frage, wie? Jetzt ist nur die Frage, wie schalte ich denn aus? Beziehungsweise... Wohl doch nicht. Hm? Da ist nichts. Also irgendwo muss es hier die Stromzufuhr geben für den Teil, für das Teil hier. Ich habe keine Ahnung. Was wäre? Wo? Wer sollte mich sehen? Ja, ich würde es mal da drüben, ne? Keine Ahnung. Da wird es, denke ich mal, auch nicht sein, oder? Neutrales Gebiet. Aha, ja, das wäre hier, ne? Am Hafen. Ja. Ich würde mal sagen, vielleicht, eventuell, sollte ich mal geschichtlich weiter vorfahren tun. Weil was machen tun geschichtlich? Kann ich hier rauf? Ja. Wohl doch nicht. Und, ja, vielleicht probieren hier weiterzukommen, ne? Kommt man hier durch, ohne zu sterben? Irgendwie schaut das aus wie eine Wand, oder? Also ich glaube, da wird man eher sterben, oder? Das ist sicher nicht gesund, oder? Ja, ja, das ist nicht gesund. Jo, ich wollte es mal probieren, aber das ist eine ganze Wand, ne? Ja, ja. Das heißt, am besten ist es, den Strom auszuschalten. Das heißt, hier muss es irgendwo den Stromschalter dafür geben und den werden wir ausmachen. Denke ich mal. Wo sind wir? Wo bin ich? Hier, okay. Naja. Da unten wird er wahrscheinlich eher nicht sein, nehme ich mal stark an. Meine Güte, wie es da ausschaut. Ja. Da ist nichts versteckt, oder? Könnte aber echt sein, dass da drin was ist. Nö. Glaube ich fast nicht. Dann schreie ich, dann renne ich. Um die anderen zu warnen. Aha. Ist auch eine Möglichkeit. Ich fühle mich nicht sicher. Diese Stadt. Aha.
Ja gut, feindliches Gebiet. Ja, ja, ich weiß. So, gut. Ich werde jetzt einfach mal irgendwas irgendwo hingehen, mal was ausprobieren, ob wir zu diesen besagten Stromdingens kommen könnten. Aber questmäßig wird es mir dahin zeigen, oder? Wagen. Sollten wir echt schon den Wagen benutzen? Aber vielleicht wäre das auch gar nicht so dumm, oder? Vielleicht, vielleicht, ich habe zum Beispiel schon komplett vergessen, wie das mit dem Anvisieren ging. Muss man schnell weg. Lauf, 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 lauf. Hui! Was? Furzhammer. Was? Lass mich durch. Was zur? Jetzt ist die Frage, ob ich hier schon durch darf. Ein bekanntes Gesicht. Ach so, du bist Ihr Geschmack da. Gefällt mir. Der war das, genau. Der war der Schwarzmarkt-Typi. So, mal schauen, ob ich von hier aus auch zu meinem Ziel komme. Ich muss mal schlafen. Na, geht das? Ach, jetzt komm. Die Tür ist blockiert. Natürlich klappt es nicht. Wäre auch zu einfach und zu schnell gewesen. Wäre das so typisch. Dann müssen wir halt wieder da durch, ne? Auf die... Was, Bieb? Kann ja nichts sein mehr, hallo? Stimmt, und bei der einen waren wir auch noch nicht, ne? Kann ich... Können wir hier vielleicht dafür rein? Ja. Okay. Weil da unten ist ja auch eine Dame, oder? Also eine Frau. Geht hier irgendwas? Eine Banane. Ich will eine Banane essen. Yum, 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 yum. Sehr gut. Om nom 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 nom. Ist da was? Nö, oder? Hä? Da ist nur ein Zimmerchen. Mehr nicht. Mit einer leeren Flasche. Eine Banane war noch hier. Mhm. Ah! So geht das. So geht das. Hallo! Gnädigste, wer bist du? Das warst du, der sich mit dem Orden angelegt hat. Oder? Vielleicht. Ich leg mich mit vielen an. Ganz ruhig. Sehe ich etwa wie ein groß sarkonisches Schwein aus? Schnappt ihr die Leiche des Typen, den sie verhört haben? Ich kann leider nicht verraten, wozu ich sie brauche. Ich muss ins Addermeyer-Institut. Kannst du mir helfen? Und ob. Beschaff mir die Leiche, dann helfe ich dir. Und bezahle. Also gut, ich denk drüber nach. Wenn du dir die Hände schmutzig machen willst, schnapp die Leiche und triff mich am Ende der Straße des Aufseher-Außenpostens. Ich warte dort in einem alten Keller unter der Zahnarztpraxis. Keller, Zahnarztpraxis, jawohl. Lass dir von Mindy helfen. Ja, schön. Na, ihr Mäuschen. Warum sie ihr Gesicht bedecken, geht mich nichts an. Aha, meint der jetzt mich? So, da dürfen wir rein und raus, das ist gut. Lol, da wäre es auch gegangen. Okay. Naja, schönes Plätzchen hast du da. Ja, gut. Dann gehen wir wieder. Dann gehen wir wieder. So, machen wir zu. Bitteschön. So. Die Leiche vom Typi so und so. So, wie war das jetzt noch schnell? Meine Nase juckt, Entschuldigung. Keine Ahnung mehr. Duch? Konnte ich gerade den Trank trinken? Mhm. Ich habe jetzt wieder einen Topf zusammengedrückt. Ah, das Y ist Fernglas. Aha. Okay. Ich, ich habe vergessen, wo der Inventarknopf war. Ah, das war da. Einer zumindest. J für Journal wahrscheinlich so irgendwie. Ich will die Quest und so, ne? Mindy helfen.
Erledige den Auftrag. Blanchard, damit sie ein Domain Station hinter dir zulassen. Betritt die Augen den Aufseher Außenposten. Okay. Missionshinweise. Tresorkombination. Ja, ja, das haben wir schon. Das müsste schon passen. Dr. Hypatia. Das hatten wir auch schon. Dingens hatten wir auch schon. Müsste so passen, ne? Missionchen. Also das möchte ich zuerst machen. Gut. Das ist ein rotes Gebäude. Jetzt muss ich nur schauen. Karte, glaube ich, haben wir auch schon, oder? Haben wir jetzt schon eine Karte? Warte, Mission. Knochen. Wissen und Karten, da. Wo ist denn das Zeugs? Hafenviertel. 3, 4, 3. Aufseherbüro da oben. Wo sind wir? Hafen, da, ne? Also so. Na toll, müssen wir da durch. Und da drüben. Da konnte man ja durch das Haus durch. Da waren wir da hinten irgendwo, ne? Oder waren wir da? Nein, ich weiß schon. Da hat man das Artefakt da. Ach du liebe Zeit. Ja, das wird lustig. Okay. Gehen wir's an. Yeah. Dann hüp. Na, willst du durch? Danke. Kannst eigentlich derweil wieder aufstehen, meine Gute. So. So. Können wir da schon. Nein. Was? Eine Rune da drüben. Tap, 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 tap. Habe ich die noch gar nicht geschnappt? Bei welchem Spielstand bin ich jetzt? Jetzt bin ich gerade verwirrt, weil eigentlich da drüben sollte ich die Runen doch schon haben, oder? Wenn nicht, dann holen wir sie uns halt nochmal. Ich weiß jetzt zum Glück eh schon, wie es geht. Juhu! Ducken. Danke. Aufhören zum Ducken. Na, die haben wir auch schon kaputt gehauen. Die Viecher. Das müsste schon stimmen so. Da. Da müssen wir rein. In diesem Gebäude. Okay. Das ist doch wohl Kinderkacke für uns, oder? Meergardisten. Schoßhunde des Herzogs. Ja, natürlich. Ach du Heilige. Das habe ich schon befürchtet, dass ich nur so weit nur so runter kann, ne? So, Schnucki. Ihihihi, haha. Gehst du mal weg? Ist er weg? Ich glaube, er ist weg, ne? Hui. Ist er weg? Er ist weg, oder? Kann ich hier? Yeah. So auf muss es auch schon. Wir sind auf der Suche nach ketzerischen Artefakten. Was? Irgendwas Perverses vor. Hören Sie, ich muss aber dieses nur... Gebiet ist gesperrt. Auf offiziellen Befehl des Ordens. Niemand darf es betreten. Aha. Können wir darüber? Ich hoffe es mal. Ich will sie suchen. Au, die Spitzen. Au, die Spitzen. Au. Ja, war ja nur ein Versuch, ne? So, schleichi, schleichi. Runen- und Knochenartefakt in der Nähe. Rüste dein Herz aus. Ja, ich weiß. Sollte ich, das war... Der Fünfer, ne? Ja. Und, drück. Ist es Fluch oder Segen, nach dem Tod in der Welt zu bleiben? Jetzt müsste ich den ausschalten, oder was, ne? Nach, da ist Heiterkeit und ein Licht und die sanfte Leichtigkeit von Freundschaft. Okay. Na fein. Trotzdem, Mamilein, es tut mir leid. Normal müsste ich das heben dürfen, oder? Geht das? Was zu? Ja! Ich dachte... Hurra, das klappt. Okay, ich hatte Angst, dass ich rangeportet werde. Aber nein, nein, hat alles gut hingehauen. Wir haben eine hübsche Rune, brauchen aber sicher
2, 3 wahrscheinlich für den nächsten Punkte-Skill. Das ist so 4. Ja. Ah, das brauchen wir sicher alles noch. Hurra! Aber... Oh, au! Es gibt Ärger in diesem Teil der Stadt. Hat mich also gerade jemand mit dem Stein beworfen? Wieso sperren Sie das ganze Gesindel nicht einfach aus? Ich will da hoch. Aufseherposten. Okay. Kann ich den irgendwie erwürgen? Wo kommen die Ratten her? Er brennt. Okay, Alkohol brennt. Von innen verschlossen. Bericht des Orakels halt. Ich glaube, ich sollte speichern, ha? Oder? Ich will das, glaube ich, mal speichern. Immerhin haben wir eine hübsche Rune bekommen. Yep, ihr seht schon, ich werde da anfangen wieder. Und yep, überspeichern, bitte. Hoffentlich ist das kein Fehler. So. Was haben wir denn hier Schönes? Berichte des Orakels. Tag 18. Schwester Allison, Protokoll. Protokollantin, Entschuldigung. Ebenfalls anwesend, Schwester Anne, Schwester Margarete, Margaret wahrscheinlich so eher, und Schwester Dabata? Tapetha, vielleicht so, ne? Die nachfolgenden Aufzeichnungen sind eine wahre und vollständige Niederschrift der Äußerungen von Schwester Anne, Orakel. Mehr Weihrauch bitte. Ja, die Vergangenheit und die Zukunft verschmelzen. Ich bin ohne Körper, Staub, um mich herum so dick, dass ich nichts sehen kann. Das ist Gier, in greifbarer Form. Dahinter verborgen tausend Übel. Oh, seht nur, meine Schwestern, Ketzerei. 10, nein, 20 Schurken. Diener des Nichts, niederträchtige Verehrer des Outsiders. Sie versammeln sich in diesem Moment in einer geheimen Gasse. Der Boden ist voller Fischabfälle im Herzen des Staubbezirks. Ich gehe jetzt weiter. Immer noch in Staub gehüllt. Fast blind. Trotzdem spüre ich was. Weitere Blasphemie in der Nähe verborgen. Ein seltsamer Geschmack im Mund. Was ist das? Die hier entstandene Pause war so lang, dass Schwester der Pater schließlich das Schweigen brach. Meine Schwester, ist deine Vision beendet? Wenn nicht, was siehst du? Und Schwester Anne antwortet, ich habe eine Nachricht an den Vizeaufseher. Burn ist falsch, oder? Oder? Lass mal so. Soll dieses nutzlose Einmischen im Konservatorium beenden. Und jetzt braucht Schwester Anne etwas Ruhe. Und so endete die Sitzung. Wahrhaftiges und vollständiges Protokoll, Schwester Allison. Super. Kann ich denn jetzt nicht irgendwie da... Muss ich den jetzt ermorden? Ist irgendwie schade drum, den umzubringen, oder? Wow, was ist hier was los? War das? Wahrscheinlich nicht, Verdammt. Aber... Was war das? Mal du besser. Wieder! Ey, wo ist der Drossel? Das war nicht so klar. Ich lade lieber nochmal. Schade, ich habe gedacht, das haut hin, ne? Dass ich mich so gut verstecken kann, aber das ist nicht gut. Wieso kann ich denn nicht eigentlich vielleicht wenn ich stehe? Vielleicht wenn ich aufstehe, warte mal kurz. Vielleicht kann ich ihn dann erdrosseln. Vielleicht klappt ja das. Ich wollte es nur mal probieren. Ich wollte ihn vom Tisch weglocken, in der Hoffnung, dass ich ihn dann erwürgen kann.
Aber das, ja. Das klappt jetzt nicht so gut. Kann ich ihn jetzt vielleicht? Nein, ich darf ihn immer noch nicht erwürgen. Von hinten erstechen. Ist das gut? Macht das wohl auch keinen Lärm? Da drüben ist auch jemand. Wo bleiben nur unsere Schwestern? Seltsam. Sehr seltsam. Was ist hier? Das klang wie Glasscherben. Hast du das gehört? Oh oh. Bei den Geburten. Dafür bringe ich dich um. Oder ich bring dich um. Was? Warum ist das kaputt gegangen? Ist es richtig, die umzubringen? Ich hoffe mal. Hast du irgendwas? Nö, ne? Kann ich dich irgendwo wegschmeißen? Hier zum Beispiel? Dich auch vielleicht? Geht das? Kann ich dich tragen? Bitte? Jawohl, geht schon. So, schön auf den Haufen geschmissen. So, passt das schon mal. Was haben wir denn noch Schönes? Ungesendeter Brief an den Oberaufseher. Mhm. Verehrter Oberaufseher Kulan, ich hoffe, Sie sind bei guter Gesundheit und nicht allzu nostalgisch wegen Weigon. Um uns diese Jahreszeit ja atemberaubend sein soll, verzeihen Sie die vielen Briefe, doch unsere Probleme in Serkonos sind außerordentlich groß. Jeder Rat, den Sie uns geben können, wäre mehr als willkommen. Herzog Abeles Verhalten ist ein Hohn. Er zeigt offene Verachtung für den Orden, doch zum Wohle der Nation muss ich versuchen, unsere Beziehungen aufrecht zu erhalten. Man nennt sie einen jemanden, den der Orden nach dem Schrecken der Rattenplage dringend nötig hätte. Deswegen wäre ihre Leitung sehr wertvoll. Seit der Herrschaft des Herzogs wimmelt es auf den Straßen nur so von Halsabschneidern. Paolo und seine Bande werden von Tag zu Tag dreister. Schließlich, meine jüngste Korrespondenz mit unseren Ordensschwestern gibt Anlass zur Sorge. Manche Antworten kamen auffallend spät und einige ihrer jüngsten Aussagen lassen sich höchst ungewöhnlich. Im Glauben verbunden, Vizeaufseher Liam Byrne. Ich sage jetzt mal Byrne, ich glaube, das wird so heißen. Warte mal kurz. So. Passt. Da ist noch was. Wärmebehandlung. Wärmebehandlung? Hat jemand was beim Kreuz oder was? Wärmebehandlung. Lol. Naja. Whiskyglas tragen. Ja, liebe Mami, ich weiß, sie sollte wahrscheinlich etwas sein. Nur hat deine liebe Tochter noch keine Ahnung, wie. So, da geht auch was auf. Okay, haben wir hier noch was Wertvolles. Volles Wert. Was haben wir da? Die sieben Gebote. So, jetzt wird's heilig. Auszug aus einer weit verbreiteten Übersicht über die sieben Gebote. Umgib deinen innersten Geist mit diesen Geboten und du wirst sicher sein. Die sieben Gebote sind unsere Grundregeln, gelehrt und durchgesetzt von Aufsehern auf allen Inseln. Aus diesen Geboten entspringen alle Regeln, soziale Normen und Vorstellungen über den Kosmos. Erstens, wandernder Blick. Zweitens, lügende Zunge. Drittens, rastlose Hände. Viertens, unstete Füße. Unstete Füße. Also, ja, also immer in Bewegung. Ja. Fünftens, zügelloser Hunger. Was? Aha. Sechstens, begieriges Fleisch. Siebtens, irrender Geist. All diese Verhaltensweisen müssen kontrolliert werden, um das Herz frei von feindlichen Einflüssen zu halten.
Sie sind die Pfade, die zum Outsider führen. Sehr schön. Toll. Ein Aschebecher. Kann ich das öffnen? Die niederste Arbeit drückt die Muskeln wie ein Schwamm. Der Unreinheiten aus. Was? Aha. Geht da was? Wieder zu ist gescheiter. Wieso kann ich hier den Tresor nicht öffnen? Oh, ach doch. Nummernziffern. Ist das dasselbe? 991. Na, da muss es irgendwo wieder einen versteckten Zahlencode geben. Wieder abgehauen. Ich frag mich, was das wohl war. Hier muss es einen versteckten Zahlencode geben. Kann ich das nicht leiser aufmachen? Muss ich das aufschlagen? Schritte, ne? Was? Was denn? Ich werf dich den Hunden vor. Nein, ich hätte sperren sollen. Ups. Ach komm. Das war jetzt nicht nett. Das war jetzt gar nicht nett. Scheißendreck. Ja, Mist, das lief doch gut. Ach, Käse. Jetzt muss ich das nochmal machen. Wenigstens brauchen wir nicht lesen, ne? Nur anklicken und passt schon. Das hatten wir ja schon. Oh, das wollte ich so sagen. Ich bin ungeschickt, ich weiß. Aber wie macht man das? Wie kann man... Habe ich die jetzt umgebracht? Nein. Wie kann man das vernünftig machen? Ich muss da echt speichern. Wo bleiben nur unsere Schwestern? Und was ist hier los? Das klang wie Glasscherben. Ich sehe nur kurz nach. Verdammt! Was war das? Was? Der schießt. Nimm das! Ich werde über deiner Leiche. Was war das? Wow, das ging gut. Feinde, was zum... Dafür bringe ich dich um! Wow! Du kleiner, dreckiger Schuft! Das bin Gamio. Der hat das wirklich ernst gemeint. Hey, das war jetzt aber kacke. Ach komm. Na, nicht verlassen. Halt. Abbrechen. So, hier will ich hin. Scheiße. Wieso habe ich den jetzt nicht. Ist der nicht gestorben? Waren es jetzt schon drei? Mist. Das reibt mir jetzt wieder auf. Ich werde es aber gleich. Ich werde versuchen, gleich die Flasche zum Glaskasten zu schmeißen. Ich mache sowieso Lärm. Ich muss die jetzt schon sowieso alle umbringen. Ja. Und deshalb hilft's eh nichts. Ich glaube, wir werden gleich hier bleiben. Wo bleiben nur unsere Schwestern? Was ist hier los? Dann habe ich gleich umgebracht. Bei dir. Und du auch. Jawohl. Wow. Für den Orden. Wo ist er denn? Ich rette die Welt vor Abschaum wie dir. Ich werf dich den Hunden vor. Das kämpft mir schwer. Weil es mich ehrlich immer so verreißt, ne? Versuchen jetzt immer kalblich umzumähen. Hey, das will ich jetzt aber hinkriegen. Das gibt's ja nicht. Das wären eigentlich alle drei. Das wird nämlich super passen. Zwei habe ich jetzt gar nicht mal so schlecht hinbekommen. Aber ich bin halt schon wieder halb hin, ne? Scheiße. Scheiße. Aber das wird gut passen, weil dann können wir nämlich das, was im Kasten ist, gleich stibitzen, dass man das nicht leiser kaputt hauen kann. Das ist echt blöd. Aber das ist halt Glas, ne? Glas macht halt Lärm beim Zersplittern. Das ist halt so. Was ist hier? Was? Wahrscheinlich nichts, aber... Willst du dich bitte gleich verstecken? Wieder da. Wow! Du Krippel! Was war das? Ist los, der hin? Ich habe keine Zeit für Spielchen. Haben wow. Jemanden verloren? Was? War das jetzt richtig?
Den habe ich in die Ecke gemaudelt, aus Versehen. Der ist bewusstlos? Echt? Er zuckt noch. Entschuldigung, das schaut gerade lustig aus. Oh. Ups, dann habe ich schier zerteilt. Ich meine natürlich, das war mit Absicht. Auweia! Oh je! Ups! Aber ich habe gar kein Leben verloren. Entschuldigung, es ist gerade lustig, aber... Was haben wir denn da? Eine Pistole, die wir nicht brauchen? Eine Granate eventuell, nehme ich gleich mal mit. Viele Masken. Geht da noch jemand rum? Echt jetzt? Ich glaube, da geht noch jemand rum. Herum. So, haben wir das alles schon? Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt alles schon gelesen haben. Wegen Eintrag, ne, in unserem und so. Ich meine, wir schon, wir haben das schon gelesen, aber Eintrag in Dings und so. Da kommt echt jemand, oder? Das mit ranziehen und umhauen ist echt geil, oh. Vermessen von mir zu hoffen. Ups. Ist das schlau, die Leute vom Orden umzubringen? Ich weiß es nicht. Aber. Aber ja. Ich brauche hier eine Zahlenkombination und ich habe keine Ahnung, wo man die herkriegen tut. Die muss doch irgendwo stehen, oder? 1, 2, 3. Kommt da jetzt noch jemand oder was? Ich würde doch gerne mal speichern. Daran gewöhne ich mich nie. Da schnarcht jemand? Da ist nix. Aha, was haben wir da? 7 Gebote. Mhm. Du Heilige, da haben wir echt viel zu lesen, ne? Das nehmen wir mal mit, die Tinktur. Was haben wir da? Nix. Dann würde ich sagen, ich speichere das trotzdem mal. Oh je, der Part ist zu Ende. So. Okidoki. Sorry schon mal wieder fürs Failen. Tut mir sehr leid. Aber wir werden das Ganze noch schnell durchlesen. Und ja, schnell oder auch nicht schnell. Kommt auf an, wie viel das geschrieben seltsam. Steht. Sehr seltsam. Und dann... Mögen die Brüder mir Stärke geben? Sind wir nicht eins? Ja. Und dann schauen wir uns hier weiter um und hoffen, dass wir die Leiche finden, damit wir die zu der einen Dame hier zurückbringen können. Auf jeden Fall bedanke ich mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Auch für all eure Tipps. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Ich bin jetzt gerade wieder dabei, eine Aufnahmesession zu machen. Das heißt, 5 Folgen sind heute geplant. Ich freue mich trotzdem über jedes Kommentar, das ihr mir schreibt. Für alle Tipps immer wieder vielen, 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 vielen lieben Dank an der Stelle schon mal. Und nachträglich und auch vorträglich. Und ja, somit wünsche ich euch von ganzem Herzen einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!